Servus und Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Ja, in der letzten Folge sind wir natürlich in den komischen Wald gegangen und sind natürlich in die schöne City. Wie heißen die noch einmal? Ich keine Ahnung. Ich merke mir die Cities nicht so gut. Irgendwas mit sehr vielen Pilzen und Blumen und haufenweise Pink. Ich denke mal, dass es pink ist. Und jetzt sind wir eigentlich da, wo wir hin wollten, zur Arena, gegen Papela antreten. Und ja, machen wir einfach, reden nicht großartig rum und starten wir mal. Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unserem Anahina-Stadium antreten? Denke mal schon. Dann würde ich dich zuerst bitten, in der Umkleidekabine in deine Uniform zu schlüpfen. Mach dich auf eine Arena-Mission der etwas anderen Art aufgefasst. Oh no, dieser Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Die Fragen, die sind hoffentlich nicht so schwer für mein Gehirn, dass ich mich nicht überanstrengen muss. Aber ja, wir werden ja sehen, was da rauskommt. Deine Uniform steht dir wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Ja, ich bin bereit. Lockengirl in Pink und Türkis. Ich mag die Farbkombi. Ich mag die Breeze. Oh, Papela, die alte Schachtel. Die alte Schachtel. Wie die geht. Voll schnittenmäßig. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arenaleiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte deines Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Weißt du, wisst ihr, wer sehr gut zu Papela passen wird, wegen dem Pink. Sie sagt immer, ich habe zu wenig Pink. Und die Person, die ich öfters sehe und am meisten Pink trägt, ist natürlich Bettis. Die müsste mal mit Bettis reden. Vielleicht ist der Geeignete. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Ja, ich bin auch gespannt. Aber ich will kein Arena-Leiter sein. Arena-Trainer Susanne fordert dich heraus. Ja, komm schon, Susanne. Oh, Puffy. Die glitzernde Pinky Puffy. Los. Hat es die Augen zu? Es hat gerade ausgesehen, als hätte mein Pokémon die Augen zu. Hat es aber nicht. Es sieht immer so aus von hinten, als hätte mein Pokémon die Augen zu. Mir egal, kann eh die Augen zu haben. Diebeskuss. Au. Heilig, hast eh recht. Gema wurde mit dir eine Frage. Kennst du die Schwachstelle vom Feen-Pokémon? Natürlich Stahl. Fabelhaft. Stahlattacken sind sehr effektiv gegen Feen-Pokémon. Ich glaube, Gift ist auch sehr effektiv. Also hätten beide Fragen gepasst. Aber ich habe kein Pokémon mit einer passenden Stahlattacke. Weil die liebe Sophie ist ja auch Pflanzengift teils, aber das Problem ist, sie hat gar keine Giftattacken. Und ich habe auch kein Pokémon mit Stahlattacken. Also Sophie hat nichts, Gema nichts, Dark Shadow sowieso nichts, Paul und Blue und Katze haben auch nichts. Konter kann ich nichts anfangen. Lass es lieber. Oh, nächstes Sabayone. Das Wattebällchen. Das Zucker-Pokémon Sabayone ist das nächste. Los, Feuerball! Kick es weg! Fußball 360!
Stabayone ist tot. Oh, dieses Pokémon kriegt man auch nicht bei dieser Edition. Es hat mir so schwer getan, diese Pokémon zu bekommen. Ich habe sie dann vom alten Pokémon von der Pokémon Bank hier rüber geschickt. Nicht übel, ich kann natürlich nicht für... Achso. Nicht übel, ich kann natürlich nicht für Papiere reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Der Papela sitzt da mit TCNT und einem Schreibblock. Oh, die haben den komischen Groovy-Gang. Ich bin deine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich wohl auf unseren Kampf. Ich bin gespannt, wie viele Leute da überhaupt rankommen. Das ist so lange her, bis dass ich die Story das letzte Mal gespielt habe. Juliana, Floschling, nächste Wachse, bitte. Nächste Wattepausch. Kommt in den Kampf. Los, Nitro-Ladung! Erhöhe mal deine Initiative! Sehr gut! Geh mal! Energieball. Energieball gegen ein Feuer-Pokémon. Ich glaube, da hackt es ein bisschen. Frage! Wie heißt der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Susanne. Wunderbar! Der Trainer eben hieß Susanne. Oh shit! Habe ich überlegen müssen, weil das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich habe einfach geraten. Das macht mich ein bisschen nervös. So, erstmal gescheit hinsetzen, damit ich kein Kreuzschmerzen bekomme beim Spiel. Oh. Nächste Parfi. Parfi ist wiederum zum Fangen. Ja, Parfi, du bist ein Pokémon, das man fangen kann. Nicht gewusst. Kopfnuss, los, töte es. Oh no, Liebeskuss. Au! Meine Leben wurden ausgesogen. Schätzchen, ihr habt beide denselben... Wie sagt man dazu? Stehstil. Jeder knickt einen Arm ein. Auf gut Deutsch, ihr gebt eine gute Kombi ab. Also, wenn ihr in die Disco geht, ihr würdet wahrscheinlich eher mehr Schwestern anerkannt. So würde ich sagen. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Oh mein Gott, und dann noch so. Oh, es war so anstrengend. Ich schwitze vom Pokémon-Kampf. Wegen den Attacken. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halte den Blick nach vorne gerichtet. Natürlich, mein Girl. Ich mag den Huf von Papela. Der erinnert mich an irgendwen. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Papelas Nachfolgerin zu werden. Mal sehen, ob ich das Talent habe, Papela zu schlagen und den Orden zu bekommen. Hier ist die Ursel. Pelz. Ursel. Heißt fast die Urge. Gleich kommt die nächste Frage. Ich hab schon Angst. Los, Nitro-Ladung, sei schneller als das Pokémon GEMA. Toll, GEMA, du bist mein Pokémon des Jahres. Kniefall. Was esse ich morgens zum Frühstück? Vielleicht ein Omelette? Genau, ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Mit Käse? Ich mag auch voll gerne Omelette mit Käse. Aber ich habe keine Schwäche. Ich habe nur Schwäche von allem, was überbacken ist. Oh nee. Oh nee. Nein, GEMA wurde verwehrt. Das tut weh im Herzen. GEMA, nein, tu dir nicht weh. Soll ich ein Pokémon tauschen? Ich tausche Dark Shadow ein. Dark Shadow ist süß. Ist mal halt mein Speed weg. Und meine Spezialangriff-Erhöhung. Aber egal, Dark Shadow regelt das. Ist ja wie ein Fels in der Brandung. Los, Aquawelle! Oh, diese solche Schmerzen. Macht solche Schmerzen, Alter. Mit ihren Pelzebub. Ich sag zu dem jetzt Pelzebub. Katze kriegt ein Level up. Na schön.
Guadebon. Muss es wirklich kommen? Ein elegantes Pokémon. Guadebon. Aber männliches. Magieflamme. Magieflamme gegen Dark Shadow. Bist du noch zu retten? Gegen ein Wasser-Pokémon willst du Magieflamme einsetzen. Hast du jemals Pokémon studiert? Kenne jede Schwäche jedes Pokémon. Also. Ich habe kein Stahl-Pokémon, deshalb setze ich Antikraft ein. Und jetzt wird gepustet. Oh mein Gott, du bist so gut, Gamer. Du hast deinen Boost auf Dark Shadow übertragen. Oh nein, es ist nicht mehr verwirrt. Und es setzt Reflektor ein. Reflektor, physische Attacken. Ach du Kacke. Ich habe, glaube ich, nur physische Attacken. Da habe ich normale auch. Nein, Body Slam bewegt eventuell Paralyse. Los! Charme. Ihr seid beide männlich. Du kannst keinen Charme gegen ein männliches Pokémon einsetzen. Jetzt will sie mir noch den Angriff auch streitig machen. Ich muss Lehmbrühe einsetzen. Vielleicht sinkt mal ihre Initiative. Ich setze jetzt nicht mehr mit Angriff ein. Ich bin Spezialangriff-König mit Lehmbrühe. Los, tot dem Gardevoir. Und es geht zu Boden. Ich hoffe, sie fragt mich nicht während ihres Kampfes. Ich spiele die Rolle eines starken Trainers, den im Leben gewinnt, der seine Rolle gut spielt. Ich glaube, ich habe mich mit Corona infiziert. Boah. Die Arena-Mission für Vorstellungsgespräch zu verwenden ist etwas Spezielles, ich weiß. Aber naja, Papele ist schließlich auch ein wenig speziell. Ich bin auch speziell, aber sehr speziell. Aber wer soll bitte wissen, dass Papelas Lieblingsfrühstück Omelette ist? Ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Ich habe eine Schwäche für alles, was mit Käse überbacken ist. Wer nicht? Wer hat das nicht? So, ich werde jetzt mal den Supertrank komplett verplempern. Werde speichern. Sonst habe ich Angst, wenn das Spiel abstürzt. Der Ring hat sich eh schon so langsam gefühlt. Hallo! Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch geschafft hast, die Arena-Leiterin zu überzeugen. Möchtest du jetzt zum Kampf herausfordern? Ja, sicher! Ich schwimme immer bereit. Dann drücke ich dir die Daumen. Die alte Schachtel wird herausgefordert. Die steht schon da, geschlossene Augen. Mit ihrem Stock. Ja, mein Regenschirm, die ist komplett pink. Boah, ich muss husten. So. Was erzählt sie uns? Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein. Aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papela, die hiesige Arenaleiterin. Dank meiner Quizfrage habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Sag mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Ha, wie die langsam geht. Ich drehe mich um und die ist noch am Gehen. Oh, die ist so fancy mit ihren lackierten Nägeln und mit ihrem Augen-Make-up und mit ihrem Blick. Papela fordert dich heraus. Los, Papela, schmeiß raus, was du hast. Oh, fancy Smogon. Fancy Galasmogon. Ich bin fest entschlossen, dass ich Papela besiegen werde. Erstmal mit Speed aufladen. Schlammbad.
Frage. Sag mir, kennst du meinen Spitznamen? Zauberin. Richtig, Glückwunsch. Ich krieg einen Boost von einer Initiative. Okay. Dann setze ich meinen Feuerball gegen Smogon ein. Und es geht... Ach oh Gott, es geht daneben. What the hell? Ich hoffe, dass das nicht zu stark ist, was sie da macht. Die ganzen Angriffe. Schlammbad. Das geht sich aus. Einmal noch Nitroladern. Und das ist tot. Ja. Dann kann ich wenigstens GMA nochmal schnell heilen. Boah, ich hasse diese Huste. Ich weiß nicht, was ich im Hals habe. Aber es kratzt extremst. Ich hoffe, das hört bald auf. Togekiss. Dark Shadow, dein Auftritt mit Antikraft. Ich hoffe, dass die nächste Frage nicht so kompliziert ist. Aber warum ist der Spitzname Zauberin? Ist sie ja so Magic-mäßig unterwegs? Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Sie redet ja immer von Pink. Sie hat auch viel Pink an. Aber ihre wirkliche Lieblingsfarbe, was ich so weiß, ist lila. Man sieht das an den Schal, ihren Schuhen, ihren Schirm, ist alles lila. In der Tat, ein dunkles Lila ist doch wunderschön, oder? Und ich werde geboostet. Verteidigung und Spezialverteidigung von Dark Shadow steigt. Okay, los, Antikraft. Luftschritt. Es tut nicht weh. So. Ich probiere mal, ob ich den verwirren kann. Nochmal Luftschnitt. Und schreck zurück. Okay, wenn das so weitergeht, dann heile ich mal schnell GMA. Dann heile ich... Schau mal, wie viel das abzieht. Nein, einmal kann ich noch angreifen. Probiere ich nochmal Aquavelle. Wie sie reinschaut, wenn sie angreifen. Ich werde dich vernichten. Ich töte dich, lösche dich auf. Nun, denn, wie alt bin ich? 88. Da liegst du zwar nicht falsch, aber in Sachen Manier. Oh shit! Oh shit! Das ist bitter. Sie ist ja schon älter. Hätte ich 16 tippen sollen? Nochmal Antikraft. Das Luftschnitt ein. Ja, Dark Shadow. Okay. Was hat sie geschwächt? Ich glaube, Spezialangriff hat sie bei mir geschwächt. Das ist ein bisschen böse. Puh! Nein, es sitzt Diviskus ein. Dann setzen wir mal Lehmbrühe ein. So. Und auch der von Togekiss sinkt. Sehr gut. Nochmal Liftschnitt. So. Oh no. Lehmbrühe nochmal. Und jetzt einmal Antikraft. Ich glaube, da muss es weg sein. Schreck zurück.
Okay, Leute, ich würde jetzt einmal sagen, das war es jetzt einmal mit der Folge. In der nächsten Folge werdet ihr natürlich herausfinden, was jetzt Ende dieses Pokémon-Kampfs wirklich geschehen ist, ob ich es schaffen werde oder nicht. Weil dieses Togekiss ist echt hart Pokémon. Und Schalelos wird, also mein Gastrodon wird das nicht länger mehr durchhalten. Also bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall ein Like, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.